So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 3. Ja, im letzten Part sind wir in einen neuen Körper geschlüpft und sind jetzt ein Junge, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aus einem Indianerdorf, der Sohn von Haysom und der Indianerdame. Und jetzt brennt unser Dorf und naja, ich suche einen Weg um der Mutter. Er sucht jetzt verzweifelt, beziehungsweise wir suchen verzweifelt einen Weg, um seiner Mutter zu helfen. Ah, da geht's rein. Allerdings ist hier drin sehr warm. Ich helfe dir! Und jetzt wieder A-Button-Smashing. Ja, ich drück schon so schnell, ich kann nicht schneller. Ja, das hat jetzt super funktioniert, glaube ich. Ja, bisschen Blut. Eieiei, das nimmt ja schon eine sehr schöne Wendung. Oh Gott. 2 Minuten, nicht mal. Und schon ist der erste draufgegangen. Das ist ganz toll. Es ist natürlich immer wieder scheiße, ne? Sowas kotzt mich immer so ein bisschen an. Aber wir blicken nach vorne. Ah, 9 Jahre später. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal einiges cooler hier. Okay. Wow. Wie ist denn der aktuellen Erinnerung nicht verfügbar? Kann ich irgendwie mit Waffen umgehen? Ja, tatsächlich. Ich hab. Wow, Bogen, Wurfpfeil, Fallen, Köder. Wow. Nice. Das ist natürlich nice. Oh Gott, Streitaxt. Oh, heilige Axt. Quasi, ja, wirklich eigentlich, ne? Und jetzt hier kann ich... Würde ich mal bitte mein Menü bekommen mit den Waffen? Natürlich kriege ich das nicht, weil da oben noch diese blöde Dinge ist. Na egal, starten wir mal die Mission. Mit dem älteren... Naja. Name nicht definierbar. Es hat er halt, um sicher durch die Bäume zu laufen. Ah, schade, ich kann noch keine Bäume jetzt so direkt hochklettern. Okay, kann ich mit dem Bogen was machen irgendwie? Ah, ich habe keine Pfeile, sehe ich gerade, aber... Ist natürlich cool. Ein Bogen, Mann, ich liebe Bogen. Und vor allem sieht das echt cool aus, wie er den Bogen trägt. So, sicher durch die Bäume laufen. Da drüben ist ein Steg, den nehmen wir doch mal mit, oder? Ja, ihr könnt jetzt ausblenden, dass ich mit ZR laufen kann. So war das eigentlich gar nicht. Ach so, dann kann ich wirklich da durchlaufen. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich nice. Jetzt ist natürlich richtig cool. Das kenne ich auch aus dem Trailer von damals, dass man hier durch die Bäume so richtig springen kann, alles mögliche. Das finde ich richtig geil. War das ja doch irgendwie... Na, oh... gut. Ich war dem Verbündeten doch etwas zu weit weg. Das habe ich nicht gemerkt. Ja, Desynchronisation, weil zu weit weg vom Verbündeten. Das ist natürlich klasse. Ja. Hier muss ich mir die Szene nochmal ansehen. Nein. Normalerweise kann man... Davor konnte man die mal überspringen. Jetzt kann man es nicht mehr. Naja. Dann probieren wir es eben nochmal. Diesmal ohne unseren Freund zu verlieren. Und so weit war der jetzt auch gar nicht weg. Ich gehe ja irgendwie 15 Kilometer zu weit. Da oben scheint das zu sein. Wie komme ich denn da hoch? Ha.
Ist natürlich eine gute Frage. Von hier aus vielleicht? Komme ich da drüber? Wie komme ich denn da drauf? Ich brauche einen Ast, der irgendwie auf meiner Höhe ist. Komme ich da irgendwie hoch? Das ist nicht hoch, das ist daneben. Bah, einmal husten. Ja, mach keinen Scheiß. Nee, tatsächlich komme ich da nicht hoch. Ich weiß aber nicht, wie ich da hochkommen könnte. Ist natürlich eine gute Frage. Wie komme ich an das Vogelnest ran? Das Vogelnest ist da irgendwo oben. Da ist ein schiefer Baum. Guck mal einer an. Der könnte doch was sein, mit dem ich da hochkommen kann. Verbindeter ist auch da. Dann ist er cool. Perfekt. Perfekt. So wird das doch was. Da kann man sich nirgends festhalten. Ja. Bin ich schon da gewesen? Hab ich es gar nicht gemerkt. Gut, cool. Sieht auf jeden Fall schon viel stylischer aus als in der Stadt irgendwie. Viel naturbelassener, viel stylischer. Wahrscheinlich jetzt die Mission, den Boden nicht berühren. Das ist eine schlechte Idee. Ich sehe es schon. Wie er drinnen sitzt, voll gechillt. Weder den Boden noch Wasseroberflächen zu berühren, das ist Fail. Kann ich die nochmal restarten? Das wollte ich nämlich nicht. Ach egal, komm. Dann haben wir es eben nicht geschafft. Dankeschön, dass du nicht diesen scheiß Stein hochklettern kannst. Mann! So. Komm. Wo bleibt er denn? Seine Beine brennen ja. Dann lauf einfach. So, und hopp. Da kann ich es nicht hoch. Da muss ich da drüben... Ich möchte auf den blöden nächsten Ast kommen. Soll der Kack. Und schon wieder auf den Boden gekommen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich hier durchkommen soll. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ja, also das mit den Bäumen hat schon mal klasse geklappt. Nicht. So. Gerade eben hat es irgendwie funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Wo ist der Adlerhorst? Der ist da oben irgendwo. Der Adlerheinz. Ah, okay. Ich will da irgendwie hochkommen. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie. Ich habe es irgendwie vorhin geschafft. Und dann meint das Ding, ey, du bist desynchronisiert und viel zu weit weg von deinem Typi. Also, du bist scheiße auf gut Deutsch. Und ja. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich anfangs wollte. Wie komme ich jetzt wieder auf einen Baum drauf? Das ist doch eine gute Frage. Die zu beantworten könnte schwierig werden. So. Die Frage, kann dieser Charakter auch schwimmen? Das ist so eine Sache bei Assassin's Creed, die ich immer erst einmal hinterfrage. Wo ist denn der Ast von vorhin? Wo ich, der ist da oben. Wie komme ich denn da hoch? Drüben komme ich ja da hoch. Ah, in Ordnung, nah beim Verbündeten bleiben. Okay. Wie er durch die Gegend läuft. Ziemlich plump eigentlich, aber irgendwie cool. Mensch, ich will doch... Ich werde abstürzen. Ja, dann stürz ab. Das war nicht das, was ich wollte. Ich sehe keinen Weg, um wieder auf den Baum zu kommen. Sowas ist noch nicht clever. Ja, natürlich. Oder vielleicht mit dem Baumstamm hier. Das könnte natürlich auch sein. Wobei, der führt irgendwie in die andere Richtung. Das ist natürlich clever. Wie komme ich denn zurück auf diese blöden Bäume? Das ist doch alles nicht wahr. Kommt immer so, kommt irgendwie so ein bisschen blöd in dem Spiel dann, wenn irgendwie der Typ, der mich das Wetter beibringen soll, im Spiel. Aha, jetzt geht's.
Leichter auf den Baum raufkommt als ich, der es ihm beibringen soll. Spieltechnisch. Zack. Nein, das war die falsche Richtung. Seine Beine brennen immer noch. Das ist schön für ihn. Ich habe nur leider Gottes gerade keine Ahnung. Ich habe ihn gerade nochmal schön runtergeschubst. Auch gut. Wie komme ich jetzt wieder woanders hin? Richtung... Ja. Der Atlas ist jetzt auf einmal in die andere Richtung gerückt. Warum auch nicht? Zack und hopp. Kommt er wieder mit oder muss ich jetzt wieder ewig warten? Komm. Dankeschön. Das ist ein Ort, da ist ein Ortler, genau. Ein Ortler. Ja, ich weiß. Ach komm. Trollerlol. Ah, ist ins Wasser gefallen. Dann helfe ich ihm doch mal. Schon die Ende dieser scheiß Zielort. Ich krieg's kotzen, ne? Die Musik ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Können wir ja, dankeschön. Wir können jetzt weiter. Warum mussten sie mir jetzt eigentlich da extra nochmal sagen, dass ich hier, Ding drücken muss, um zu springen? Komm ich drüber? Drüben irgendwie hin? Du bist natürlich wieder zu blöd, da lang zu klettern. Mahan, ich krieg's... Dankeschön. Gut, jetzt sind wir anscheinend da. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Wie, jetzt klettern wir das? Kann immer noch kein Klettern? Oh, da ist... Da ist der Adlerhorst. Der Adlerheinz. Quasi. Ein bisschen. Natürlich ist der Charakter wieder der übelste Chiller, der natürlich voll gut klettern kann. Wie komme ich da hoch? Ich denke mal, dass ich irgendwo hier lang muss. Da ist eine Astgabel. Da kletter ich doch nach oben. Und hopp. So nicht. Das ist natürlich die Frage. Komme ich da irgendwie rüber, ohne runterzufallen? Ja, tatsächlich komme ich. Perfekt. Ich habe keinen Bock runterzufallen, müsst ihr wissen. Das ist nämlich immer wieder so ein bisschen anstrengend, dann wieder da hinzukommen, wo ich eigentlich hin wollte. Komm, hier komme ich doch hoch. Sehe ich doch. So, und da geht's auf jeden Fall nicht hoch anscheinend. Jetzt einfach mal nach hier oben gehen. Das wird problemlos was. So, perfekt. Wir sind... Oh, meine Nase kribbelt. Lass das. Ah. Böse Nase, böse Nase. Erkältung, blöd beim Aufnehmen. Und Augen, drehende Augen ist natürlich auch ideal. Los, gib mir das Ding hier. Ich will nicht niesen müssen. Hi. Oh mein Gott. Au. Bin ich jetzt desynchronisiert, weil... Nee, das war storybedingt. Gut. Ich wollte schon sagen. Das geht eleganter. Ah, gut. Gut, das heißt, wir sollen noch ein paar Federn sammeln. Dann ist gut. Da drüben ist ein Aussichtspunkt. Das ist natürlich auch cool. Wo sind... Da oben ist eine Feder. Moment, 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 Moment. Wie komme ich denn am besten zu dieser Feder hin? Das würde ich jetzt schon noch gerne schaffen. Keine Ahnung, es reizt mich gerade hier, die Federn zu bekommen. Da geht's doch hoch auf einen Baum. Da geht's auch hoch auf einen Baum, wenn man von der richtigen Richtung ankommt. Dankeschön. So. Von hier aus sollte das doch erreichbar sein, hoffe ich mal. So, und perfekt. Von hier aus darüber. Da drüben, genau. Und hopp. Und zack. Perfekt. Und da drüben ist noch eine. Perfekt, das wird doch was. Sehe ich doch schon. Oh mein Gott, dass der Ast nicht abbricht. Das ist... Ah! Dünne Äste, die brechen auch schon mal ab, müsst ihr wissen. So, und jetzt sehe ich nichts. Ah, Dankeschön. Und da drüben war jetzt irgendwo eine... Warte kurz. Oh. Dass man das machen kann, wusste ich jetzt gerade nicht. Da drüben war irgendwo ein Aussichtspunkt.
Und wo? Hi. Frage ist, ob ich da hinkomme, ne? Wäre natürlich cool für einen, für eine größere Map, wenn sich das machen ließe. Allerdings kann ich natürlich nicht versprechen. Wie gesagt, den Teil des Spiels kenne ich überhaupt nicht mehr. Ich kann nur den Hathem-Teil. Schön, dass ich erst den privaten nur, wirklich nur genau bis zum Hathem-Teil gespielt habe. Und nicht weiter. Also bis zum Ende des Hathem-Teils. Ist natürlich auch interessant, dass ich das natürlich wieder mal nicht geschafft habe. Dass ich natürlich wieder geschafft habe, genau an dem Punkt zu stoppen. Wie komme ich da hoch? Gibt es da noch einen normalen Weg nach oben oder muss ich echt jetzt hier hochkraxeln wie so ein Bekloppter? Hier runterzufallen könnte wehtun. Genau, jetzt funktioniert das auch. Jetzt entferne ich mich aber wieder vom Aussichtspunkt. Der ist da oben irgendwo. Wie komme ich denn am besten da hoch? So, von hier aus, das ist sicher. Das muss doch von hier aus irgendwie gehen. Oh, hier ist das Gebiet zu Ende. Gut, ich sehe es. Ich sehe es. Fertiges Gebiet, da komme ich natürlich nicht weiter. Na, dann eben nicht. Dann gehen wir eben hier lang. Hopp. Und zack. Und hopp. Und darüber. Und yeah. Genauso wird das getan. Und haben wir hier unten irgendwo einen Heuballen? Oh mein Gott. Au. War nicht meine Absicht. Ich dachte, das wäre ein Heuballen gewesen. Die erkennt man so schlecht. Also so ein Blätterballen. Die erkennt man so schlecht, finde ich, irgendwie im Wald, wenn es grün ist und dann sind die Haufen grün und alles ist grün und grün auf grün ist nicht toll. Im Dorf oder außerhalb des Dorfes? Mensch. Schnief. Wow, es sind jetzt einiges mehr Blätter. Aussichtspunkte. So. Das ist die falsche Richtung gewesen. Ich wollte reinzoomen. Das ist tatsächlich hinter dem Dorf, wie es scheint. Leider, das kann ich zu den Aussichtspunkten nicht hin und ich glaube nicht, dass ich zur Feder hinkommen werde. Die scheint mir etwas weit weg zu sein. Oder? Könnte das sogar räumlich passen? Nee, die scheint sehr weit weg zu sein. Wenn ich schon nicht zum Aussichtspunkt komme, komme ich auch nicht zur Feder. Dann muss ich die später mal holen. Das sollte aber kein Problem sein. Das wird kein Problem. Hi. Du hast gerade schön in der Gegend rumgebackt. Zeit zu gehen? Okay. Wenn du meinst. Mission starten. Gut. Dann starten wir doch mal Mission am Ende des Parts. Also, dauert noch 2, 3 Minuten oder so, aber dann ist gut. Felle und Fleisch. Das heißt, wir gehen jetzt jagen, oder was? Auf einmal habe ich Pfeile. Aha. Innerhalb des Suchgebiets ein Hasen erlegen und häuten. Das klingt jetzt ein wenig interessant, aber cool. Wo haben wir jetzt die Pfeile her? Da oben ist ein Hase. Kann ich ihn von hier aus? Perfekt. So, jetzt kann ich auch den Zielmodus hier verlassen und jetzt einmal häuten. Hoffentlich wird das jetzt nicht so schön zur Schau. Ja, gut, danke. Das ist schon mal nett, dass es hier nicht so zur Schau gestellt wird. Eine Falle legen, wo sich Hasen versammeln. Hier irgendwo in dem Suchgebiet. Wo versammeln sich hier Hasen? Moment, ich such mal. Habe ich irgendwo welche am Schirm? Irgendwo? Aha, da ist eine. Da ist ein Hinweis. Wer war vor kurzem ein Hase? Oh mein Gott! Ein Hase. Ah. Erhalten. Gut, dann. Hier eine Falle. Wie kann ich den jetzt zuweisen? Ach, genau. Genau. Genau, Linke. Also X halten. Perfekt. Legen wir noch eine weitere. Aber wohin? Das ist natürlich die Frage. Wo könnte man noch eine Falle legen? Achso, er hat eine gelegt. Na dann. Alles klar. Bogen habe ich den auf der Schnellwahl auch. Nee, die Axt. Wobei, Axt ist gut, Axt ist gut. Und Bogen, perfekt.
Größeres Wild. Wo haben wir denn eins? Suchen wir mal nach einem Reh oder so. Mal sehen, ob wir was finden. Das würde ich jetzt ja noch machen. Das finde ich auch irgendwie cool, auch wenn. Da lässt sich ein Hinweis analysieren. Unser Fährtenleser hier. Und sich langsam hinten zu nähern. Mit Händen. Oh Gott. Okay, und. Gut, mit den Händen erlegen. Das könnte interessant werden. Was war das grüne Zeichen gerade eben? Wahrscheinlich hier dieses Gebiet, dass ich mich hier anschleichen kann. Gut, mit den Händen erlegen. Das wäre natürlich interessant. Bestimmten Ort locken, wählen seinen Köder. Ah! Einen bestimmten. Nee, ich will schon hier. Wurfpfeil, Fallen, Köder. Kann ich ihn jetzt einfach hier hinlegen oder? Kommt der und das Ding jetzt rüber? Ja, es kommt rüber. Geht das heute jetzt noch weiter oder war es das schon? Na, perfekt. Das war sauber. Gut gemacht. Und jetzt heute bitte nicht zeigen. Das muss ich echt nicht sehen. Gut, das finde ich schön, dass sie das mit einem weißen Screen überspringen. Ich denke mal, das hätte das FSK 18 ausgemacht. Ah, jetzt sollte ich wahrscheinlich die Fallen einholen. Hirschpelz plus 1. Gut, warum nicht? Jetzt haben wir auch die Antwort auf die Frage, wer Rinde bei sich hat. Außer Bäume. Die Leute hier, anscheinend. Ich meine, warum nicht? Wenn wir Hirschfell bei uns tragen, warum dann nicht auch Rinde? Gut, und hier haben wir Hasen. Ja, ich sag's noch einmal. Ich muss es nicht sehen. Gut. Und irgendwie habe ich jetzt gesprungen. Hasenpelz plus 1. Gut. Oh, meine Batterieleistung von meiner Stoppuhr ist fast leer. Klopfen auf den Bauch hier. So, mehr als eine Tierjagd. Oh Gott, Fleisch von 5 Tieren sammeln. Super. Leute, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen, bei Assassin's Creed 3. Wir sind jetzt als erwachsener Indianerjunge hier unterwegs. Ist voll cool. Haben unsere ersten Tiere erlegt. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Bevor es jetzt hier wieder richtig actionreich wird. Wir haben noch keinen richtigen Assassin gespielt. Erkennbar an der Kleidung. Aber das wird noch kommen. Naja, Leute. Das war's soweit wieder von mir. Von Assassin's Creed 3. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir, ja, Tiere jagen gehen. Juhu. Also, bis dahin und ciao.